Heute zeige ich euch hier die Pflanzenstände auf der Inter zu. Also ich fasse Tropica und einer der Pflanzen zusammen. So, ich habe jetzt den Ralf von Tropica getroffen. Und er zeigt mir jetzt, was ihr jetzt so Neues habt. Ja, also Pflanzen, ja. Bisschen bunt gemischt, ja. Viele Topf und in vitro, also okay. Und in dem Aquarium hier sind sogar ein paar verschiedene drin. Die Eurocaulon Vietnam, die hatten wir als in vitro versucht, hat nicht so gut funktioniert. Okay. Jetzt machen wir es als Topf, das läuft besser. Ja. Gleich daneben steht eine rote Pflanze, da denkt man irgendwie Ludwige oder sowas, nein. Eine Bacopa, aber mal eine rote, Salzmanni, die ist richtig cool. Auch Topfpflanze? Als Topfpflanze und bei der Lieferung sogar richtig schön lila. Okay. Ich finde, bei der Lieferung sieht sie sogar noch besser aus, als hier, wo sie eher rot wird. Dann haben wir, was haben wir hier, eine Butze, die ist sogar hier hinten noch viel schöner. Okay, hier. Mit dem Blauschimmer, das ist eine Solidula, also von der Brownie Ghost, so die blaue Schwester. Okay. Das ist so leicht bläulich. Hat einen Blauschimmer, Und die blühtet richtig schön. Okay. Also ich glaube, da kann man viele mit begeistern. Und auch als Topf oder in vitro? Als Topf, ja. Okay. Und dann haben wir noch die Spiralis Red. Ja. Die hatten andere schon als in vitro, da gehen wir auch in den Topf. Ja, ja, es dauert ziemlich lange, bis die dann groß wächst als in vitro. Deswegen ist Topf, denke ich, ganz gut. Also die ist als Topf natürlich grün, wenn sie geliefert wird, aber stellt sich relativ schnell um. Ja. Also nach 2 Wochen ist sie eigentlich schon schön rot. Und dann hat man gleich wieder 20 cm und nicht so einen kleinen Kümmerling. Ja, genau. Okay. Aber ich glaube, das klappt ganz gut. Dann, was habt ihr noch am Pflanzen? Wir haben noch ein paar verschiedene hydrophile Arten. Ja. Eine Serpyllum, so eine kriechende. Okay. Die ist cool. Und dann haben wir eine Odora, die habe ich hier hinten im Aquarium. Ja. Hier nochmal die Odora, so die Akzente setzt, hellgrün. Man kann sagen, ähnlich wie Deformis oder auch wie eine Pinnatifida, bloß in grün. Ja. Aber die wächst mehr so länger oder auch Stängel? Stängel. Stängel. Auch nicht als Aufsetzer, sondern okay. Aber richtig cool. Und das Gute ist, die hat sogar schon dieses gefiederte Blatt, wenn sie in eine In-Vitro-Dose kommt. Okay. Kommt die als In-Vitro? Als In-Vitro, genau. Okay. Genauso wie die Serpyllum auch. Da haben wir auch noch die Tala Blood Red. Als In-Vitro habe ich hinten in dem Würfel drin. Okay, dann habe ich auch schon. Ist auch schon richtig cool. Ja. Und die In-Vitro schauen jetzt anders aus, habe ich gesehen? Ja, also wir haben die Plastiklasche weggelassen. Ja. Da sparen wir zwar nur 3, irgendwas Gramm für so eine Dose, okay. Aber insgesamt werden das 5 Tonnen Plastik weniger im Jahr, okay, weil wir das davon ja schon Millionen einiges verkaufen. Ja. Ne? Das heißt, die Verpackung ändert sich jetzt demnächst, okay. Und wir haben das Tropica-Logo nach vorn gerückt, die Basisratgeber mit Medium, Easy, Medium, Advanced nach hinten. Und immer mit dem QR-Code. Kommt man dann zur Tropica-Seite mit Infos zur Pflanze? Dann kommt man auf die Pflanzenseite selbst. Ja. Also man findet gleich die richtigen Informationen, kann auch Fotos, Videos sehen. Ja. Und dann auch eine kleine dänische Flagge. Ja. Made in Denmark, das ist das Neue. Beim Blog hier gibt es auch noch was Neues, habe ich gesehen. Ja. Ist da schon? Ja, ja. Kann man da schon was sagen? Das ist auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke. Ja. Wir verschicken wahnsinnig viel Töpfe und Steinwolle und das generiert Müll und noch mehr Frachtkosten. Wenn man, viel Gewicht, die Steinwolle. Wenn man das weglässt, dann hat der Endverbraucher die gleiche Pflanze und sogar weniger Arbeit, muss die Steinwolle nicht abmachen. Ja. Das heißt, der Endverbraucher hat was gewonnen, wir haben was gewonnen, weil wir können die Pflanze schneller produzieren. Ja. Und die Pflanzen entwickeln sich wirklich als Hydroponik ohne Substrat oder Steinwolle genauso. Okay. Also hier habt ihr ja schon ein paar stehen. Also hier konventionell als Topf und hier mit so einem Clip. Der Clip ist eigentlich nur ein Anker, um das ordentlich präsentieren zu können im Ladengeschäft. Das Kunststoff hat man ja sowieso auch beim Topf, also hat man es jetzt beim Clip. Und spart eigentlich die Steinwolle. Ja, also es ist weniger Kunststoff als der Topf. Okay. Und Steinwolle spart man auch noch weg. Und dann ist halt die Frage, wie machen wir es mit dem Label? Label wahrscheinlich eher ein kleiner Aufkleber oder ein kleinerer Label. Ja. Dass das auch wieder Nachhaltigkeitsgedanke, weniger Kunststoff, notwendige Informationen
ja. und so einfach wie möglich für den Endverbraucher, dass er da nicht lange Steinwolle wegmachen muss. Ja, genau. Das ist aber noch Projekt. Okay, also es das ist kann noch nicht sagen, wann das kommt. Das kannst du jetzt. Nicht heute bestellen, aber okay. das kommt wahrscheinlich. Das, ist, okay. das wirkt sehr vielversprechend. Okay, bin ich gespannt. Schaut auf jeden Fall interessant aus, weil das dann wirklich auch praktischer ist zum Bepflanzen. Ja. Dass man nirgendwo Steinwolle also alle, hat. Alle, die ein paar Pflanzen mehr brauchen, scapen, ja. die werden sich freuen. Und die, ja, die Steinwolle kann natürlich was als Feuchtigkeitsspeicher. Ja. Aber auch für den Versand war das bis jetzt unproblematisch mit diesen, ja. in den ersten Tests. Okay, ja. Und dann mal schauen, wann es dann soweit ist. Ja. Vielleicht zur nächsten Interzoo dann. Das kommt, das kann ich fast versprechen. Okay. Ja. Bin ich gespannt. Ja, sonst den Cube habe ich ja auch schon gezeigt. Ja. Und ja, dann vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit. Und dann hier ist so ein 360-Grad-Aquarium. Mit der Rotalahara und der Rotonifolia und auch hier die Aerocoral in Vietnam. Hier sieht man einen Balken, also so schön sahen die Aquarien leider dieses Jahr nicht aus, aber auf den Steinen. Und ich denke, hier auf dem Foto sieht man auch einen Bodendecker, das ist Kuba. Und das hat es leider nicht überlebt, also das wurde dann noch ausgetauscht. Also ich finde den Aquarienzustand leider nicht so gut dieses Jahr. Da haben wir hier noch ein leeres Aquarium mit ein paar Pflanzen. Hier ist auch noch so ein Aquarium, wo Pflanzen gezeigt werden. Hier die Rotala Bloodred ist hier hinten. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ein schönes Licht. Ich glaube, das ist das Standard-Juwel-Licht. Da schaut einfach nicht so rot aus, wie sie sonst sein könnte. Und der Ralf ist auch gleich wieder beschäftigt bei den nächsten. Bei Aquadicted, bei Kevin und André. Also vielleicht habt ihr das Video dann schon bei Aquadicted gesehen und das wird noch kommen. Wir gehen jetzt hier nochmal speziell auf die Pflanzen ein, weil der Kevin kennt sich ja auch gut aus mit den Pflanzen. Hat sicher noch spezielle Fragen. Aber hier ist noch die andere Hypophila. Bin ich auch gespannt, mehr so bodendeckend. Es sind auf jeden Fall mal coole Sachen dabei von den neuen Pflanzen. Aber leider der Pflanzenzustand, hier ist es noch ganz okay. Aber auch hier ist Minute alles so braune Schmieralgen. Auch hier ist leider dieses Jahr nicht so gut vom Zustand, muss ich ehrlich sagen. Also möchte ich natürlich auch zeigen, dass es noch nicht immer ganz perfekt aussieht. Aber ist ein bisschen schade, finde ich. Okay, und hier ist Denner Plant. Die Aquarien wurden, glaube ich, auch bei Tropica großgezogen und sind leider auch vom Zustand nicht ganz perfekt. Also auch hier sind teilweise Algen und der Pflanzenwuchs schaut einfach nicht so gut aus. Also finde ich echt ein bisschen schade, vor allem bei so einem Pflanzenstand, dass es nicht so wie vor 2 Jahren richtig gut ausschaut. Ja, bei der letzten Messe war ich da echt überrascht, wie top gepflegt die Aquarien waren. Aber dieses Jahr leider nicht. Aber es ist trotzdem ein schönes Aquarium, hier von MJ und von André Rupert eingerichtet. Schaut auch sehr cool aus, so dschungelmäßig mit den Anubias, was so runterwachsen. Gefällt mir auch sehr. Dann hier das nächste ist von MJ eingerichtet. So ein Dutch-Style-Aquarium. Das schaut ein bisschen besser aus vom Pflanzenzustand. Aber auch leider so ein paar Schmieralgen. Und nicht ganz perfekt. Auch hier auf der Lopedia Cardinalis Mini. Aber das schaut auch richtig cool aus, das Dutch-Style-Aquarium. Die ganzen Büsche. Ist halt immer schwer zu pflegen, dass man da immer richtig zurückschneidet, damit alles so gut ausschaut und von der Höhe passt. Das finde ich hat ganz gut funktioniert, dass alles von der Höhe zusammenpasst. Also, das gefällt mir sehr. Dann hier das nächste von André Rupert. Auch leider relativ grün auf die Wurzeln. Aber das Layout gefällt mir sehr. Auch, dass hier so eine Erhöhung ist, die so ein bisschen niedriger wird. Schaut, finde ich, sehr, sehr nice aus. Also von hier auch ein sehr cooles Layout. Hier ist ein kleiner Cube. Hallo. Und hier der nächste. Der Charlotte. Gefällt mir auch sehr. Aber auch wie bei den anderen Aquarien. Grüne Wurzeln. Aber hier spiegelt das ein bisschen. Okay, noch ein Aquarium. Gefällt mir auch vom Layout sehr gut. Mittlerweile gibt es halt die ganzen Tropica-Produkte auch hier als Denner-Marke. Die Düngekapsel gibt es in kleineren Größen,
Ja, die Dünger gibt es als Dennerle Variante. Auch das CO2-Starter-Kit, hier die Special Edition, ich glaube, das ist die Rotala Bloodbread. Schaut zumindest so aus, hat jetzt keine Beschriftung. Das gibt es hier jetzt dann auch. Hier sind die Aqua Licor-Sachen ausgestellt, auch ganz schön gemacht. Das schaut ganz gut aus, ist halt ganz frisch reingelegt. Aber das gefällt mir noch, bis auf das Algenpad hier, da bin ich kein Fan von. Aber sonst sind das ganz coole Sachen. Vor 2 Jahren hatte ich auch ein Aquarium hier bei Dennerle Plants. Habe ich aber dieses Jahr nicht, weil ich habe die letzten 1-2 Jahre nicht mehr mit Dennerle Plants zusammengearbeitet. Liegt aber daran, dass ich jetzt die Pflanzen immer bei Liquid Nature kaufe und sie da dann auch immer abholen kann und auch immer gleich eine gute Auswahl habe. Nicht, dass jetzt Dennerle Plants schlecht war, ich war sehr zufrieden und finde die viele Pflanzen auch immer noch sehr gut. Aber dieses Jahr habe ich halt kein Aquarium hier. Und hier ist wieder Aquadicted, ich glaube, die verfolgen mich. Also, mal schauen. Hallo! Das ist nur eine Story, eine ganz okay. kurze, aber du bist Hallo. Dabei. Ja, ich glaube, ihr verfolgt mich. Getroffen. Du bist hier bei Dennerle Plants heute. Ja. Yeah, you are here at Dennerle Plants. I don't know what you said, but I believe it. Yeah. You are here at Dennerle Plants. I'm now doing a little bit of freelance work for Dennerle Plants, and I've been spending the entire week almost on their booth. It's been a lot of fun. Yeah. You said you already did a little bit of a tour. Yeah, I showed the tanks. You escaped a few. Mm-hmm. So I like the Dutch style. Dutch style is okay. It's not exactly the same as when I escaped it. Okay. Because I also added a really big patch of the Alternanthera Reinicki Mini? Or? No, not mini, but a different variety. Okay. Just to have another red focal point here, you know. Yeah. But then they added Amano Shrimp. The Amano Shrimp ate all the Alternanthera. Okay. So it's gone. Yeah. But it's still looking pretty good. Yeah. So pretty cool news. We have some new plants, of course, in the assortment. One is the Bacopa Sosmani Purple, which I mean, actually a lot of companies have new now. Yeah, exactly. Behind that you can see Rotala Rotinifolia. Of course, not a new plant, but we've added it back into the assortment. Okay. I think we have some new plants in this one as well. Yeah. We can see this really orange crypt. Okay. Dennerle Plants have named on it, but Yeah, they named it Crypt Affinis Dark Orange. I think it's a cool name. I think Stefan showed me the plants when I visited 2.5 years ago. Mm-hmm. That it's new that they and like a little mutation. They now developed it. And now it's available. Yeah. Yeah. Personally, in this tank, it's a bit too big. I like crypts when they're nice and compact and you just trim them. But it's still a pretty cool plant. In the background, we have some Pogestomon quadrifolius. Okay. Again, it's not really a new plant. Yeah. But it's new in the assortment. Okay. It's quite a big plant, it's quite a fast grower, so only for big things, not for nanos. But fine leaves, also interesting. Yeah, I like it. Yeah. Is there any other new plants? We, of course, also have the Rotala Blood Red. This plant is making its way into the hobby really fast. Yeah. In vitro. It's very nice. It's nice. Yeah. It's a little bit, I mean, to get Rotala Atra really red, still a little bit difficult. This one is a little bit easier. In this tank, I can show you guys the new plants better. So this is the Crypt Affinis Dark Orange. See here, it's really nice and compact. Yeah. You can see how it's slowly transitioning to these really dark orange leaves. Yeah. Looks really good. And then the Bacopa. Yeah. I like it as well. It is very slow growing, but I mean, we don't really have a lot of purple plants in the hobby. Yeah. You know? So it's nice to have a variety. The Rotunifolia, of course, still green. Yeah, and I like, I mean, this is not a new plant. I mean, you know which one this is. Yeah, Persicaria, São Paulo. Yeah, yeah. I've added this one in here on Monday. It's now Thursday, so let's say 3 days. Yeah. It's already starting to transition to the to the reddish form, you know? Yeah, it's nice. Looks really good. This is the Quadrifolius. Okay. It's grown immersed, so it looks a little bit different. This was the Alternanthera that I was talking about. Okay, that's missing in the tank. Yeah, the red ruby. Yeah. I think if this one would be in there, it would just look a lot better, you know? Yeah. So I think that's it in terms of news from
and then a lot of plants. Yeah, thank you. See you guys in 2 years again. Yeah, exactly. Okay, das war's von deinem Stand. Also danke nochmal für die Tour. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Danke. Viel Spaß.